Guten Morgen. Das Thema heute ist Parasiten. Parasiten. Das ist ein Thema, was derzeit in aller Munde ist. Parasiten. Und das ist ein Thema, mit dem der ein oder andere auch wunderbar Aufmerksamkeit erzielen kann und mit welchen auch sehr viel und reichhaltig Produkte verkauft werden. Ich glaube, in den meisten von euch ist so eine Intuition, die sagt, hey, das Thema Parasiten, das ist zurzeit so omnipräsent, da stimmt irgendwas nicht. Und nach meiner Einschätzung habt ihr da vollkommen recht. Also, Parasiten, was Parasiten sind, ich glaube, da brauche ich, oder ganz kurz, Parasiten sind eine Art Lebewesen, die sich in einem Wirt einnisten und ja, davon leben, dass sie einen Wirt haben, sonst könnten sie quasi nicht überleben. So, von den Parasiten gibt es zwei Arten von Parasiten. Da fängt es mir schon an. Es gibt die schädlichen Parasiten. Das sind die Parasiten, die wir uns jetzt alle so ja, vergegenwärtigen. Und dann gibt es natürlich auch, was viele nicht wissen, auch nützliche Parasiten. Es gibt also nicht nur schädliche Parasiten. Das heißt, wenn man Parasiten bekämpft, bekämpft man häufig nicht nur die schädlichen, sondern auch die nützlichen. Wir kommen dazu gleich. Schädliche Parasiten kennen wir alle, den Bandwurm, zum Beispiel den Fuchsbandwurm. Der ist für uns alle ein Begriff, weil gerade die, die auch gerne mal Wildkräuter essen, werden immer wieder mit dem Argument Fuchsbandwurm, ich sag einfach mal jetzt hier, Fuchsbandwurm konfrontiert. Ich schreibe es mal aus jetzt hier. Fuchsbandwurm. So. Der Fuchsbandwurm. Ihr solltet euer Essen immer waschen, sonst kann der Fuchsbandwurm kommen. Was an sich aus einem sinnvollen Zusammenhang abgeleitet wird. Denn generell Parasiten, also Prävention von Parasiten, können wir gleich hier mal schön gemeinsam die Mindmap entwickeln. Prävention. Das ist ein Punkt, die Hygiene. Und Hygiene heißt natürlich, dass man dann eben die Dinge eben auch abwäscht. So, damit kann man tatsächlich dann die Chancen, wenn man alles abwäscht, auf einen Bandwurm, auf den Fuchsbandwurm verringern. Beim Fuchsbandwurm ungefähr 100 Menschen sterben jährlich am Fuchsbandwurm. Das nur mal so, um dass ihr das mal ja, irgendwo einordnen könnt. Das ist die Wahrscheinlichkeit, das ist ungefähr 1 zu 800.000, das ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr euch irgendwo mit dem Kopf stoßt, also wenn ihr eine leichte Kopfverletzung habt, also eine Beule, dass ihr ins Koma fällt. Das ist ungefähr Koma fällt. Das ist dasselbe Wahrscheinlichkeit, also relativ unwahrscheinlich, aber nur mal so, ich will auch nicht zu weit jetzt ausführen, aber Fuchsbandwurm ist natürlich ein Parasit, der tatsächlich schädlich ist. Und dann gibt es noch einen, ich nenne nur Beispiele. Der nennt sich Toxoplasma gondii oder sowas. Ist jetzt eigentlich total unwichtig. Nur einfach mal, um auch zu sehen, ne? Es gibt halt, was es so für Parasiten gibt. Es gibt sehr, sehr viele Parasiten. Das ist auch einer, der löst Toxoplasmose aus. Toxoplasmose ist vielen Schwangeren gerade ein Begriff, dass sie da oftmals auf Haustiere verzichten müssen und so weiter. Toxoplasmose, vor allem die Erreger sind vor allem ja, in Kot von Haustieren, von Katzen, in tierischer Nahrung sind diese auch enthalten und diese führen auch zum Beispiel zu Jähzorn und zur Aggressivität. Ich habe da jetzt nicht gesagt, dass jeder, der tierische Ernährung befürwortet und dann in eine Diskussion kommt, jähzornig wird, aber ich sage nur, dass quasi tierische Ernährung dazu führen kann, dass man mit Toxoplasmose, mit diesen Parasiten angesteckt wird und diese sind tatsächlich dann auch schädlich. Also auch das nur mal so dahin gesagt. Ja, und dabei kann man dann auch sagen, gerade bei einem Fuchsbandwurm, der eben nicht nur den Darm befällt, sondern auch in andere Organe sozusagen fortschreitet, dass vor allem die Parasiten gefährlich sind, die nicht im Darm bleiben, sondern Parasiten, die sich im ganzen Körper ausbreiten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das halten wir auch gleich mal fest. Also schädlich sind vor allem Parasiten, die sich im Körper ausbreiten. Die halt in den Körper gehen.
Das sind die schädlichsten. So, und ja, und dann kommen wir eben auch mal zu den nützlichen Parasiten. Und generell ist ein Parasit, kann ein Parasit ja nur überleben, wenn der Wirt auch überlebt. Rein von der Logik her. Also, dass mal generell zum Parasiten, dass ein Parasit also ein Interesse hat, ein Interesse daran hat, dass es dem Wirt gut geht. Na? Das. Und wenn man das hier verbindet, dann sieht man, dass ein Parasit auch in gewisser Art und Weise sicherlich auch dem Wirt irgendwo ja, vielleicht helfen könnte. Und dahin gehen nämlich die neuesten Forschungen. Ich habe euch das unten auch verlinkt. Nämlich, man hat festgestellt, dass die Indianer, schönes Bild, oder? Dass die Indianer weniger Autoimmunerkrankungen als alle anderen Bevölkerungsgruppen haben, aber zeitgleich den höchsten Befall von Würmern und Parasiten. Und ausgehend dieser Tatsache hat man, fängt man nun an, damit zu experimentieren, beziehungsweise hat schon angefangen, wie gesagt, die Quelle verlinke ich euch unten, dass man versucht, Menschen mit Autoimmunerkrankungen mit Würmern und mit Parasiten zu behandeln und hat dann auch Erfolge gefeiert. Und gerade bei Multiple Sklerose wird erfolgreich mit Würmern behandelt. Mit Parasiten. Mit Parasiten. Das klingt für uns so, weil wenn wir an Parasiten denken, da denken wir sofort, also da kommt bei uns sofort ein Ekel. Ne, Parasiten. Irgendwelche Würmer, die in unser ihr Unwesen treiben und so weiter. Wenn ihr aber mit der Lupe ganz tief rangeht auf die Haut oder sonst was, denkst du, ihr viele Kleinstlebewesen ihr in eurem Körper versammelt habt, und nur wenn die Lupe groß genug ist und der Film eindrucksvoll, den ihr seht, wo die Horrorviren und die Horrorbakterien dann in überdimensionaler Größe dann anwachsen und euch auffressen von innen, ja, das kommt dann im Gehirn und sagt, boah, ich will nichts, ich will komplett rein in meinem Körper sein. Aber wenn ihr komplett rein in euren Körper wärt, wärt ihr tot, weil dann hättet ihr auch keine Bakterien, keine gesunden Darmbakterien zum Beispiel. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Parasiten sind nützlich, weil sie den Anteil an probiotischen Bakterien erhöhen. Das heißt, probiotische Bakterien werden erhöht durch Parasiten. Und ich schreibe ja auch nur noch hin, wegen den Autoimmunerkrankungen, also wie zum Beispiel MS, dass eben ja, bei Autoimmunerkrankungen, dass die sozusagen reduziert werden können mit Parasitenkuren, mit Wurmkuren. Das heißt, erstmal generell, Parasiten ist nichts Negatives. Ist erstmal überhaupt nichts Negatives. So, wir haben aber einen Ekel. Was passiert mit diesem Ekel? Der Ekel wird instrumentalisiert. Er wird genutzt. Und von wem? Von der Panikindustrie. Und das ist genau das Gefühl, was ihr habt, wo ihr sagt, hey, jetzt berichtet jeder über Parasitenkuren und so weiter. Und das war, vor 5 Jahren war es das doch noch gar nicht. Klar gibt es Parasiten wie hier Bandwurm oder Toxoplasma gondii und andere. Aber jetzt ist das so in aller Munde, und der eine fängt an und der andere kommt, ja, kommt dann und sagt, hey auch. Und da gibt es schon welche, wie zum Beispiel den Alex Green, der jetzt sich als Parasitenpapst bezeichnet und sagt, hey, ich habe das Wissen und ich habe mich quasi ein Leben lang damit beschäftigt und ich weiß alles. Generell, wenn Menschen zu euch sagen, sie wissen alles, ne, vervollständigt den Satz selber. Auf jeden Fall Panikindustrie, das ist jetzt so eine Sache, das Thema wird so ausgeschlachtet, echt Vorsicht, richtig große Vorsicht. Und ja, und das wird nicht nur von YouTube, das wird auch von der Filmindustrie schon lange ausgenutzt, und da wird sehr viel Geld damit gemacht. Und immer wenn Geld damit gemacht wird, sollten eure Alarmglocken anspringen und sagen, hey, da ist vielleicht alles gar nicht, ja, so heiß, wie es gekocht wird, oder ich bin ganz schlecht in Sprichwörtern, ihr wisst, was ich meine. Und ja, und das, diese Panikindustrie spielt halt eben mit dieser Vorstellung, mit dieser als grausig euch präsentierten Vorstellung, ihr werdet von innen von Würmern und von Maden aufgefressen oder sowas. Und das wirkt natürlich, das ist bei mir genauso. Wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie ein Wurm in mir haust, dann habe ich sofort, ich bin konditioniert.
dann habe ich sofort eine negative Vorstellung. Aber es ist natürlich, es ist absolut natürlich, dass in uns Lebewesen hausen und eben auch Parasiten. Und diese Parasiten haben eben oft auch ein Interesse, dass es uns gut geht. Und deswegen haben Indianer zum Beispiel eben weniger Autoimmunerkrankungen, weil die Parasiten davor schützen. Das ist ein komplexes Thema. Wir als Mensch wissen noch nicht sehr viel über unsere Körperzusammenhänge, vor allem diese ganzheitlichen Zusammenhänge. Wir tun singulär und selektiv sagen, oh, dieser Nährstoff fehlt, also tun wir den hinzufügen. Bestes Beispiel, Vitamin E wurde in Studien hinzugefügt, weil antioxidative Wirkung, wenn es fehlt, das haben sie es dazugefügt, nichts ist passiert. Ne? Alles ist immer im Zusammenhang. Und eben auch mit dem Thema Parasiten. Bei der Prävention ist nicht nur die Hygiene ein Punkt, sondern auch, dass man möglichst vermeidet, in südliche Länder zu reisen. Das nun mal so, weil viele sagen ja immer, ich will in den Süden und so weiter. Ja, das hat auch Vorteile, dass wir hier in einer gemäßigten Breitengrad wohnen. Wir haben viel weniger Parasiten als die südlichen Länder. Also von daher, ja, sage ich einfach mal, ein Hoch auf den Norden. Ich schreibe das einfach mal so plakativ hin. Einfach, weil mir das auch ein Bedürfnis ist aus anderen Gründen, weil ich sehe Menschen in den Süden reisen, ich verstehe das, ich würde auch mal gerne im Winter in den Süden, ich kann es mir nicht leisten und das ist aber vollkommen in Ordnung, aber ich bin auch froh, dass ich hier in diesen Breitengraden lebe und werde aller Voraussicht nach mein Leben lang auch in diesen Breitengraden leben, auch wenn ich gerne mal im Winter vielleicht mal in den Süden fahren möchte, vielleicht irgendwann, aber es ist schön, dass wir hier leben, weil wir haben nicht so einen großen, ja, nicht so eine große Gefahr, geht von Parasiten aus. So, und wenn ihr nun dann doch mal Parasiten habt und das ist festgestellt worden und bitte nicht einfach denken, ihr fühlt euch etwas schlapp oder irgendwelche Symptome und der Parasitenpapst kommt oder der Parasitenkönig oder wer auch immer, ich möchte jetzt nicht nur auf Alex Green da referieren, aber er ist das aktuelle Beispiel und sagt euch jetzt, ihr habt Parasiten, ihr müsst jetzt da auf jeden Fall was tun. Holt immer mehrere Meinungen ein und bitte, so sehr ich auch die westliche Medizin oft kritisiere aufgrund ihrer Arroganz, so sehr hat sie ein Recht, ihre Meinung euch zu geben und so sehr ist es auch wichtig, diese Erkenntnisse über all die Jahre, die immer noch rudimentär sind, aber es sind Erkenntnisse, diese anzunehmen und als eine Meinung auch für euch persönlich zu analysieren. So, und das heißt, wenn ihr die Idee habt, oh, ich könnte Parasiten haben, geht zum Arzt, lasst euch checken und, ja, und entscheidet dann, was ihr tut und was kann man denn tun, wenn ihr einen Parasitenbefall habt, der nicht gesund ist. Da gibt es nämlich auch natürliche Mittel. Und da sind wir dann halt eben bei, ja, ich sag mal, bei der Behandlung. Behandlung. So. Wie gesagt, diese ganzen Mindmaps, die ich mache, die sind auch immer auf der Seite warspirit.de zu finden. Ich mache da noch ein Video dazu, beziehungsweise habe ich schon gemacht, je nachdem wann dieses Video kommt. Ich möchte dieses Video, ich will das nicht zu eng an dem Video machen, wo ich den David und sein Schneeballsystem angegriffen habe, weil ich möchte nicht, dass der Eindruck hier irgendwie entsteht, dass dieser Kanal ja, nur dazu da ist, um andere zu kritisieren. Aber das sind nun zwei Themen, die quasi gleichzeitig in meinen Kopf gekommen sind. Einmal David und sein Schneeballsystem und die Parasitenkur von Alex Green. Ja, das sind beides vielleicht nette Menschen, aber ich nehme trotzdem meine Verantwortung wahr. Ich mache das hier mit YouTube, weil ich eine Verantwortung habe und weil ich dieser gerecht werden will, weil ich mein Leben den Sinn gegeben habe, die Welt besser zu machen. Ja? Und entsprechend, aber wirkt es natürlich ein bisschen blöd. Deswegen werde ich dieses Video auch nicht nennen, Vorsicht vor Alex Greens Parasitenkur oder lasst euch nicht verrückt machen, sondern ich werde es irgendwie neutral nennen, Parasitenkur, Vorsicht oder so, oder was sind Parasiten oder das große Parasitenvideo. Aber dass ihr versteht, was auch in meinem Kopf vorgeht. Ne? Ich möchte jetzt nicht jeden dissen oder sonst was auf YouTube, sondern das war jetzt unglücklicherweise zweimal hintereinander der Fall, dass David und Alex Green gerade jetzt so ein bisschen polarisieren mit ihren Dingen und dass es in mir juckt, da ein Video zu machen. Und ja, deswegen. Also, ihr könnt die Mindmaps auf warspirit.de auch, ja, euch immer wieder runterladen. Und dort könnt ihr euch auch dann eintragen, wenn ihr wissen wollt, wann es Rohkostpotluck ist und viele andere Dinge. Mache ich ein anderes Video dazu. Also, natürliche Mittel, was gibt es? Und da gibt es für mich eine Reihe, wo Parasiten sagen, mag ich nicht so. Und das beste Mittel überhaupt für mich jetzt in den letzten Wochen, so, wo ich sage, wow, was ist das für ein geiles Lebensmittel? Das sind
Das ist ja das Lebensmittel, wo ihr 2,5 Kilo esst oder 250 Gramm Chips, das Superfood, und ihr habt alle Nährstoffe gedeckt. Und das Geile ist, die wirken auch noch gegen Parasiten. Also Möhren ist einfach der Hammer. Möhren sind einfach der Hammer. Und wahrscheinlich sind sie der Hammer, weil sie hier bei uns gut wachsen, weil es ein regionales Lebensmittel quasi ist und uns deshalb auch gut tut. Deswegen Karotten. Karotten, richtig geiles Lebensmittel. Aber es gibt noch ein anderes K, was hier, und das ist eben gut gegen die Parasiten. Sagen wir, die drei goldenen Ks quasi, könnte man sagen. Einmal Karotten, und dann, das kann man sich auch ganz gut merken, ja, es gibt ja den einen oder anderen Zeitgenossen, der Knoblauch nicht so mag. Die Parasiten mögen das auch überhaupt nicht. Knoblauch ist auch so ein Ding, wo die Parasiten sagen, ey komm, geh ich in einen anderen Körper. Ne, können sie natürlich nicht, aber Knoblauch ist halt ein richtiges Hausmittel gegen Parasiten. Und da kommt noch ein K, was auch viele von euch schon aufgrund der antikarzinogenen Wirkung auf dem Zettel haben, und das ist der Kurkuma. Die drei Ks, Karotten, Knoblauch, Kurkuma. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber das lässt sich einfach gut merken. Ich finde es immer gut, wenn man sich also in einem Video ein paar Sachen merken kann. Und gegen Parasiten die drei Ks. Karotten, das ultimative Superfood, Video verlinke ich euch oben. Kurkuma, habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch auch oben. Und Knoblauch, habe ich auch ein Video gemacht. Kann ich euch nicht mehr verlinken, weil ich habe nur 5 Karten, die ich verlinken kann. Und ja, also von daher die drei Ks. Ihr könnt zum Beispiel, was auch neu ist, schreibt einfach mal hin, das sind zum einen Nelken, und Nelken und Knoblauch kombinieren sich ziemlich ganz gut bei so einer Parasitenkur. Nelken ist noch ganz gut, und was auch noch schön sind und ja auch sehr gesund sind, das sind die Papayakerne. Ne, die Papayakerne sind auch gut gegen, also gut im Kampf gegen Parasiten, wenn ihr einen schädlichen Parasiten habt. Aber bitte achtet darauf, dass sie wirklich schädlich sind. Es gibt auch gute Parasiten. Ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Und ich hoffe inständig, dass ich mit meinem Video heute, ich weiß auch nicht alles, aber ich möchte einfach euren Horizont ein bisschen erweitern, dass ihr euch intensiver informiert, dass ihr mehrere Meinungen einholt und nicht auf einen selbsternannten Parasitenpapst reinfallt, so deutlich möchte ich das einfach mal sagen, und euch für 200 Euro in Stufe 1 und für 500 Euro in Stufe 2 irgendwelche Dinge euch da reinballert und nicht mal wisst, ob das negative, also ob das schädliche Parasiten waren oder das, was dann rauskommt, was ihr getötet habt, die Dinge sind, die euch von einer Autoimmunkrankheit zum Beispiel beschützt haben. Also da einfach mal, ja, bitte mehrere Meinungen, genau schauen, wenn ihr was nehmt, und ja, nicht so leichtgläubig sein. Wenn ihr das Video gut fandet, freue ich mich wie immer um einen Daumen nach oben und danke generell auch für eure Unterstützung, denn wenn ich das hier alleine machen würde, ohne euer Feedback, ohne eure Unterstützung über Patreon, Amazon, was auch immer, lebe gesund Pakete, frisches Obst und frisches Gemüse und alle möglichen Sachen, dann wäre das nicht hier. Das heißt, wir sind zwar jetzt keine Parasit- und Wirtsverhältnisse, keiner braucht quasi den anderen. Ich kann auch mit als Diplomkaufmann so mein Geld verdienen, und ihr braucht auch nicht den YouTuber War Spirit, da gibt es sicherlich auch viele andere, wo ihr eure Informationen herholen könnt, aber ja, aber dieses freiwillige Zusammengehen und das freiwillige sich unterstützen und wirklich das Beste für den anderen wollen, das ja, macht diese Beziehung aus, und das ist auch das, warum ich mit Herzen hier bei dem YouTube dabei bin und immer ehrlich und offen mit euch kommunizieren werde, auch wenn ich habe Alex kennengelernt, hat einen lieben und netten Eindruck gemacht. Ich kann es nur so sagen als Mensch, aber wenn er als Influencer tätig wird und den Leuten dann sehr sehr selektiv dann und dann auch, das ist auch so was, meine Intuition, ne? wenn er redet und mit diesem ganzen, auch diesen riesen Verschwörungsball, der noch da dran hängt, und ich kann nicht alles verraten, sagt er immer, ich kann nicht alles verraten hier im Video, sonst wäre ich wahrscheinlich mundtot gemacht und sein Kanal wird gesperrt. Also ich habe schon vieles gesagt, ich habe schon vieles gesagt und viele Systemkritische. Mein Kanal ist nicht gesperrt und auch ist niemand an mich herangetreten oder in die Pharmaindustrie, wo ich gesagt habe, dass damals in den Lutschbonbons, dass da Antibiotika enthalten sind oder sowas und damit halt dafür gesorgt habe, dass die Medikamente kritischer beäugt wurden. Da kam auch keine Pharmaindustrie. Also immer auch ein bisschen auf die Intuition hören. Ich weiß, einige von euch sind da vielleicht an einem anderen Punkt und sind dann, die mögen Alex Green, da spricht sie irgendwo an. Die Frage ist, was spricht Alex Green in euch an? Ist es eine Angst, die immer wieder kultiviert wurde? Ich möchte da jetzt nicht zu weit führen. Ich möchte einfach, ja,
das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, meine Intention ist rübergekommen und ich hoffe auch, dass ich ein bisschen Aufklärung betreiben konnte, bisschen anregen konnte, dass ihr euch weiter informiert. Ne? Und damit möchte ich das Video beenden. Alles Gute, euer Christian. Tschüss.